haben wir wie bei der Tagesordnung vereinbart, jetzt Tagesordnungspunkt 29 auf der Agenda Vorkaufsrechtssatzung für Kleingartenanlagen. Ein deutliches Ausschussvotum. Einreicher des Antrages ist die CDU-Fraktion, die uns zunächst den Antrag einbringen kann. Dann haben wir Rederecht vereinbart für Frank Hoffmann, der danach gefordert wäre, und dann alle weiteren Redner, wovon ich jetzt nicht so viele gemeldet bekommen habe. Mal gucken, wie es dann aussieht im Konkreten. Also zunächst Frau Arnert für die Einbringung. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, der Kleingartenbeirat, der beschäftigt sich schon eine verdammt lange Zeit mit dem Thema Vorkaufsrechte. Vor mehr als 1,5 Jahren wurde dann im Beirat der Entschluss gefasst, einen Antrag dazu zu erarbeiten. Viele haben im Laufe dieser Zeit daran mitgewirkt. Ihnen allen ganz herzlichen Dank dafür. Und auch wenn wir als CDU-Fraktion am Ende die Federführung bei der Ausformulierung des entsprechenden Antrags übernommen haben, so ist doch zu sagen, dieser komplette Prozess ist vom Geist einer interfraktionellen Zusammenarbeit geprägt gewesen. Wir haben das Thema hier im Stadtrat in der letzten Sitzung auf der Tagesordnung gehabt, und nachdem wir von der Stadtverwaltung noch mal sehr umfangreiche Stellungnahmen hatten, so haben wir das noch einmal vertagt und zurückgeschickt in den Kleingartenbeirat. Denn hier gab es noch einige Dinge im Einzelnen neu zu formulieren. In der Sommerpause haben sich dann sowohl der Stadtverband als auch Mitglieder des Kleingartenbeirats wirklich noch einmal sehr intensiv beraten. In mehreren Runden haben sie einen Änderungsantrag entwickelt, der nun auf die Bedenken der Verwaltung eingegangen ist und der bestimmte kritische Formulierungen etwas angepasst hat. In der Sondersitzung in der Sommerpause hat dann der Kleingartenbeirat diese Formulierungen noch einmal punktuell justiert und legt uns jetzt eine einstimmige Beschlussfassung vor. Und ich möchte hier beantragen, bitte darum, dass wir zum einen die Beschlussfassung des Kleingartenbeirats als Abstimmungsgrundlage nutzen. Und ich bedanke mich noch einmal ganz herzlich bei allen, die hier in den letzten Monaten und in der letzten Zeit mitgewirkt haben. Und ich bitte ganz herzlich, dass wir gemeinsam für die Dresdner Kleingärten dieses wichtige Anliegen in die Spur bringen. Ganz herzlichen Dank. So, dann darf ich Herrn Hoffmann bitten und den Hinweis auf die Tribüne geben. Beifallsbekundungen oder Missfallensbekundungen sind ausschließlich den Stadträtinnen und Stadträten hier im Hohen Haus erlaubt und so weiter. Sorry. Herr Hoffmann, bitteschön, auch Sie haben 5 Minuten Redezeit. Ja. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte der Landeshauptstadt Dresden. Unsere Stadt wird zu Recht als grüne Stadt angesehen. Gleichzeitig wünschen sich weit über die Hälfte aller Dresdnerinnen und Dresdner, dass die Stadt besonders in Wohnortnähe noch mehr öffentliches Grün entwickelt. Dazu zählen auch die 369 Kleingartenanlagen, von denen sich 55% in kommunalem Eigentum befinden. In Leipzig sind es 67% im kommunalen Eigentum. Die Eigentumsfrage ist von zunehmender Bedeutung, da Dresden sich einerseits städtebauliche, soziale und ökologische Entwicklungsziele unter Einbeziehung von Kleingartenanlagen gestellt hat, andererseits aber Flächenkonflikte spürbar zunehmen. Aus diesem Grund haben die Stadt sowie der Stadtverband vor 15 Jahren an einer Verwertungsaktion des Freistaates Sachsen teilgenommen und damals insgesamt 55 Hektar Gartenland gekauft, welches gemäß Bundeskleingartengesetz genutzt wurde. Obwohl Kleingärten im Flächennutzungsplan und einem mit dem Flächennutzungsplan korrespondierenden Kleingartenentwicklungskonzept erfasst sind, stehen Kleingartenanlagen unter einem hohen Druck, insbesondere unter einem hohen Umnutzungsdruck.
So gingen in den letzten Jahren mehrere Anlagen als Kleingärten verloren. Zum Beispiel betrifft das Teile der Anlage Weinbergsenke, Teile der Anlage Drescherhäuser, Teile der Reichsbahn Dresden 1, Teile der Höhenluft und zuletzt betraf es eine Kleingartenanlage in Weixdorf, die Kleingartenanlage am Kindergarten. Die stelle ich Ihnen hier kurz dar. In dieser Kleingartenanlage ist zu sehen, dass es insgesamt ein Wohngebiet ist mit einem schmalen Streifen, auf dem sich insgesamt ca. 15 Parzellen befanden, die wir Ende dieses Jahres abzugeben haben. Hier, obwohl kein Baurecht bestand, hat ein Eigentümer eben dieses Baurecht erzwungen und hat aufgrund dessen auch die Anlage letzten Endes kündigen können. Und hier wird eins ganz deutlich. Kleine Anlagen befinden sich in ständiger Bedrohung. Das Bundeskleingartengesetz entfaltet seinen Schutzmechanismen erst voll, wenn die Anlagen eine bestimmte Mindestgröße erreicht haben. Und da muss man sagen, in Dresden sind ca. 100 Anlagen kleiner als 200 Parzellen. Und es müssen bestimmte Ausstattungsmerkmale vorliegen. Aktuell befinden wir uns im Streit um die Erhaltung der Anlage zur Rose. Und für zwei weitere Kleingartenanlagen in Dresden sind wir im Augenblick bemüht, einen Vergleich zu schließen. Einige Beispiele, wo wir Sorgen um Gartenanlagen haben. Im Stadtbezirk Cotta ist das die Anlage am Lehmberg. Diese Fläche gehört einer Wohnungsgenossenschaft. Wenn hier die Idee geboren wird, dass man ähnlich wie in einer guten Nachbarschaft, das ist an der Lommatscher Straße, dass hier eine Wohnbebauung entstehen soll, fürchte ich, könnte diese Wohnbebauung ebenfalls Grund dafür sein, dass hier eine seit langer Zeit bestehende, seit 1963 bestehende Anlage vielleicht weichen muss. Wir haben ähnlich die Situation, hier steht Stadtbezirk Prohlis, konkret ist das hinter der Strehlener Christuskirche eine Fläche. Hier fand eine Versteigerung statt. Zum Spekulationspreis wurde diese Fläche erworben. Die Eigentümer bemühen sich gegenwärtig, Baurecht hinzukriegen, was sie hoffentlich nicht schaffen werden. Oder wir haben den Bereich in Gompitz, ein Verein an der Kümmelschenke. Hier haben wir erfolgreich einen Rechtsstreit abgewehrt. Hier haben wir die Situation, dass die Anlage keine Zuwegung hat, wenn der Eigentümer verkauft, denn der Eigentümer der vorderen Wohnbebauung ist auch Eigentümer der Gartenanlage hinten. Bei 15 Parzellen ist der Schutz dort auch relativ schwach. Stadtrat und Verwaltung gehen in zahlreichen strategischen Dokumenten vom Erhalt der Kleingärten aus, wie es am Beispiel des Kleingartenparks Hansastraße der Fall ist. Innerhalb dieser Fläche gibt es ein Wirtschaftsunternehmen, welches verlagert werden soll, ein Baumdienst. Seit 2011 wurde hier aber noch keine Lösung gefunden. Weiter gibt es eine Vielzahl kleiner Flurstücke mit Fremdnutzungen. Sie alle sollten nicht aus dem Blick verloren werden, wenn deren Eigentümer Verkaufsabsichten hegen. Aktuell betrifft es Verkaufsabsichten ein Grundstück, welches der öffentlichen Zuwegung in den Kleingartenpark dient. Der Eigentümer drohte in der Vergangenheit und tut es auch heute bereits an, die Zuwegung zu sperren, wenn er einen Käufer findet, wird er auf jeden Fall keine Zuwegung mehr an die Gartenanlage zulassen. In vielen Kleingartenanlagen, und da kommen wir zu einem weiteren Problem, wurden 1990, vor 1990 Zuwegungen oder Medien auf privaten Flächen errichtet, die nicht als Kleingarten verpachtet sind. Wenn diese Grundstücke zum Kauf stehen, erfährt das ASA, das Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft, als Verwalter der Kleingarten häufig nichts davon. In der Folge geraten die Kleingärtner regelmäßig unter Druck. Mit einer Vorkaufsrechtssatzung könnte der verwaltungsinterne Informationsfluss gestärkt und gegebenenfalls das Vorkaufsrecht auch auf den Stadtverband oder die betroffenen Vereine abgetreten werden. Zum Flächennutzungsplan gehört eine Anlage 4. In ihr sind alle Kleingartenanlagen nach Bundeskleingartengesetz aufgeführt. Ebenso wird im Kleingartenentwicklungskonzept auch auf Konflikte hingewiesen, deren Lösung eine Verlagerung von Kleingärten nach sich ziehen könnte. Wenn diese Dokumente zu unkonkret sind, wie in einem Gutachten das GB7 unterstellt wird, dann wären sie zu präzisieren. Ich verweise hier darauf, dass es gegenwärtig durchaus bereits Überlegungen gibt, die B6 im Bereich Kossebaude zu verlagern, die Bahnstrecke Dresden-Prag auszubauen. Der Hochwasserschutz muss weiter ertüchtigt werden, teilweise auch unter Einbeziehung von Kleingärten.
Hier wissen wir doch jetzt schon, dass es Veränderungen geben muss. Nach unserer Auffassung muss es also auch möglich sein, hier bereits die entsprechenden Flächen in einem Kleingartenentwicklungskonzept beziehungsweise in einem Verlagerungskonzept zu erfassen. Hier soll das Vorkaufsrecht nicht willkürlich ausgeübt werden und es soll auch keine Flächenbevorratung erfolgen. Doch wenn es bereits konkrete Zielstellungen gibt, dann sollte man auch diese Zielstellungen entsprechend vorbereiten können. Kleingärten bedeuten für rund 10% unserer Menschen in Dresden ein Stück Lebensqualität. Sie sind ein wichtiger Standortfaktor und haben aufgrund ihrer Systemleistungen zur Stärkung der Versorgung der Umwelt und des Klimaschutzes, zur Sicherung der Umweltbildung unter anderem, einen hohen Wert für die gesamte Stadt. Wir bitten Sie, Ihre Stimme für die Beauftragung des Oberbürgermeisters abzugeben, eine Satzung über ein besonderes Vorkaufsrecht gemäß vorliegendem Antrag zu erarbeiten. Die Mitglieder des Kleingartenbeirats haben sich in ihrer Sondersitzung am 21. August gemeinschaftlich und einhellig dafür ausgesprochen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. So, vielen Dank, Herr Hoffmann. Und damit steigen wir ein in die Fraktionsrunde. Es sind mir nur eine Wortmeldung gemeldet worden, eine eventuell. Deswegen würde ich mal von der Fraktionsrunde absehen. Und darf Herrn Haug direkt aufrufen und Herr Teppe, Sie müssen dann signalisieren, ob Sie bedarf. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen Stadträtinnen und Stadträte, liebe Gäste, ich hoffe, es sind viele Kleingärtner da. Dass es so schnell wird mit einer Rede hier im Stadtrat, als neuer Stadtrat, hätte ich nicht gedacht, aber bei der Thematik, das ist mir eine Herzenssache. Ich war ein Jahr lang im Kleingartenbeirat und habe die Diskussion miterfolgt, wie kleine und große Kleingartenanlagen manchmal bibberten und Angst hatten und es nur der Kunst des Kleingartenverbandes, Stadtverbandes zu verdanken ist, dass wir manche Anlagen so erhalten konnten, wie sie jetzt sind. Aber das ist ja nicht Ende der Fahnenstange. Und wenn man die Absichten und die Möglichkeiten im Baugesetz kennt, dann denke ich, sollten wir für die Flächen, wo also eine kleingärtnerische Nutzung in der Nähe bestehender Anlagen möglich sind, auch dafür vorrangig mit so einer Vorkaufsrechtssatzung sichern und den Kleingartenanlagen eine Planungsgrundlage, eine Planungssicherheit bieten, damit sie dort langfristig auch planen können und dem Wohl des Kleingärtners dann weiter frönen können. Es sind ja ganz bestimmte Grundstücke, die wir dort auch vorgeschlagen haben im Kleingartenbeirat und der wird ja auch die weitere Arbeit begleiten. Es ist mir also auch eine Herzenssache, Sie zu ermuntern, hier mit einem deutlichen Votum den Oberbürgermeister auszustatten, diese Sache voranzuschreiten und ich denke mal, die Kleingärtner werden es Ihnen danken. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. So, Herr Dr. Deppe. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Es ist ja zunächst mal nicht selbsterklärend, dass für eine bestimmte Gruppe in unserer Gesellschaft, Interessengruppe könnte man auch sagen, ein Vorkaufsrecht eingeräumt wird, wenn es um Grundstücksverkäufe geht. Von daher ist das schon eine begründungsbedürftige Sache und sie begründet sich eigentlich vor allen Dingen dadurch, dass Kleingärten eben in vielerlei Hinsicht eine wichtige Funktion in unserer Stadt erfüllen und nicht nur die Gärten selber, sondern eben auch die Gärtnerinnen und Gärtner. Kleingärten stellen einen ganz wesentlichen Bestandteil unseres Stadtgrüns dar, von dem es ja eigentlich gar nicht genug geben kann in Zeiten des Klimawandels. Und von daher denke ich, ist es auch ein vorrangiger gesellschaftlicher Zweck, eben solche Kleingartenanlagen zu erhalten, zu fördern und wo es vielleicht möglich ist, auch noch auszubauen. Das ist das eine. Das andere ist eben, dass Kleingärten auch eine wesentliche sozial-integrative Funktion in der Stadt erfüllen. Es gibt eben sehr viele Menschen, die einen
Kleingarten besitzen und die einen großen Teil ihrer Freizeit dort verbringen und dieses eben auch mit vielen anderen Menschen zusammentun. Also Kleingärten haben da durchaus eine wesentliche Funktion, indem sie eben Menschen ganz unterschiedlichen Herkommens zusammenbringen. Und auch von daher, denke ich, müssen wir daran interessiert sein, dass es eben den Kleingärten möglichst gut geht. Nun haben wir aber eben in unserer Stadt das Problem, dass wir ständig Flächenkonkurrenzen haben. Ne? Und da sind gerade auch in den letzten Jahren Kleingärten nicht ganz unwesentlich betroffen gewesen. Ne? Es mussten Kleingartenanlagen aus Gründen des Hochwasserschutzes aufgegeben werden. Es mussten Kleingartenanlagen für Gewerbeansiedlung aufgegeben werden. Es mussten Kleingartenanlagen für andere auch städtebauliche Ziele aufgegeben werden. Ich erinnere an den Wissenschaftsstandort Ost, sodass also Kleingärten durchaus in ihrem Bestand und ihrer Funktion bedroht sind. Es ist zwar bisher immer irgendwie gelungen, Ausgleichsflächen zu schaffen, aber so ganz selbstverständlich ist es nicht, dass das so bleibt. Ne? Und von daher muss man gucken, wo jetzt Anlagen besonders bedroht sind oder wo eben auch Schwierigkeiten in der Vernetzung von Anlagen bestehen, was kann man da tun? Und Herr Hoffmann hat das ja sehr schön dargestellt, wie das im Einzelnen aussieht, wo es da meinetwegen kleine Lückengrundstücke gibt, die dafür in Frage kommen, oder wo es um eine Randbebauung gibt, die eben dann für andere Zwecke in Angriff genommen werden soll. Und da, genau da soll dieses Vorkaufsrecht einsetzen. Also es geht nicht generell darum, irgendwelche Flächen dort für Kleingärten anzukaufen, sondern es geht um ganz bestimmte Flächen. Und es gab ja auch zunächst, als wir das Ganze ausgearbeitet haben, einiges an Bedenken aus der Verwaltung, eben auch juristischer Natur. Und es war ein ziemlich kleinteiliger Prozess, ehe wir dann letztlich uns auf diesen Antrag verständigt haben. Und ich hoffe, dass jetzt also wirklich es auch für die Verwaltung eine Basis ist, auf der jetzt eben dann tatsächlich eine entsprechende Satzung erarbeitet werden kann. Und von daher möchte ich auch nochmal um Ihre Zustimmung für dieses wichtige Vorhaben werben. Danke. So, wird des Weiteren das Wort gewünscht? Das kann ich nicht sehen. Dann kämen wir zur Abstimmung. Zur Abstimmung ist vorgeschlagen worden, dass wir den Bericht des Kleingartenbeirates als Grundlage nehmen. Ich würde das mal als ersetzenden Antrag machen. So, wenn das zugestimmt wird, dann ist das beschlossen. Wenn nicht, würde ich dann über den federführenden Ausschussbericht abstimmen. Wer also dem Bericht des Kleingartenbeirates zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. /69:00, damit so beschlossen. So, das führt uns zurück in der Tagesordnung. Und